Hallo und willkommen zu einer Team Timster Spezialfolge. Wir gucken uns heute nämlich gemeinsam an, wie eine ganz besondere Kika-Sendung gemacht wird. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt uns bei Team Timster eure Fragen zuschicken. Und wir versuchen dann, so viele wie möglich davon hier in der Sendung zu beantworten. Zu einem Thema haben uns besonders viele Fragen erreicht. Wie wird Team Timster produziert? Wie ist es hinter den Kulissen? Wie entsteht eure Sendung? Hier entsteht gerade eine neue Team Timster-Sendung mit Tim. Das heißt, wir können uns das Ganze angucken und vielleicht darf ich ja sogar ein paar Dinge ausprobieren, die ich hier noch nie gemacht habe. Aber nicht die ganze Sendung entsteht heute und hier in der Team Timster-Bude. 4 bis 5 Wochen vor der Sendung trifft sich die Team Timster-Redaktion. In dieser Redaktionsrunde suchen wir dann aus, welche von euren Fragen in der Sendung beantwortet wird. Redakteurin Steffi ist für diese Sendung zuständig. Deshalb schreibt sie das sogenannte Sendungsbuch. Darin steht, was Tim ungefähr sagen soll. Einen Tag bevor die Sendung gedreht wird, bespricht Steffi die Sendung dann mit Tim und Kameramann Alex. Sie überlegen gemeinsam, wo und wie Tim welchen Sendungsteil am besten moderieren kann. Jeder Sendungstag beginnt für Tim hier in der Maske. Er wird geschminkt, damit er vor der Kamera ganz natürlich aussieht. Bevor es jetzt gleich so richtig losgeht, findet hier drin eine Besprechung statt. Und da sind alle dabei, die gleich auch dabei sind. So, dann für alle, wir fangen mit Position 0 an. Bitte alles vorbereiten. Lukas, ja. Du sollst Tim verkabeln. Was genau machst du da? Ja, also Tim kriegt einfach so ein kleines Mikrofon. Mhm. Und damit Tim quasi keins in der Hand halten muss und die Hände frei hat, klippen wir es quasi ans T-Shirt und dann kann er sich bewegen und kann viel besser moderieren. Okay. Denkst du, ich krieg das auch hin? Ja, wir tauschen einfach mal. So. Okay. Ja. Also du musst das hier, glaube ich, unter dein Shirt durch. Ja, genau. Ja? Das Friemeln von ich fange den unten wieder auf. Ich hab ihn. So, jetzt genau das Mikrofon erstmal anstecken. Wichtig ist auch, dass das Kabel, sag ich mal, hier schön unter dem T-Shirt langläuft. Das sieht auch ganz gut aus. Ja. Genau. Bevor wir jetzt Tim entlassen, sag ich mal, noch mal kurz das Mikrofon. Ich brauche meinen Tonassistenten ganz dringend, weil der muss die Kameras nämlich verkabeln. Siehst du, ja, das. Wichtige Jobs. Ja. Ist es in Ordnung? Soll ich das noch machen? Okay. Ich kümmere mich drum. Das hin? Ich krieg das hin. Tschüss, Lukas. Tschüss, bis später. Okay. Ja, genau, das Kabelende, das darf nicht rausgucken. Das stecke ich mir manchmal einfach so in die Hosentasche, langes T-Shirt drüber, fertig. Vieles von dem, was ihr bei Team Timster seht, wird gar nicht hier gedreht. Wie zum Beispiel die Experimente, die Spieletests oder die Buchtipps. Bei diesen Drehs sind Tim und ich normalerweise nicht dabei. Aber diesmal ist alles anders. Ich darf bei einem Spieletestdreh dabei sein und ich nehme euch mit. Hallo! Moin, Sonja! Cool, dass du da bist. Komm rein! Ja, danke schön. Ja, also das Team ist hier schon da. Wir bauen ein bisschen auf. Okay, cool. Ihr beiden steht vor der Kamera. Tatjana steht hinter der Kamera. Björn kümmert sich um den Ton und Redakteurin Christina kümmert sich um den Ablauf und um den Inhalt der Interviews. Milan und Kayo werden jetzt noch verkabelt. Das heißt, sie bekommen diese kleinen Mikros hier angeklemmt, die Tim und ich auch im Studio haben, damit der Ton am Ende schön und sauber klingt. Wir fangen jetzt an, dass ihr Übungen macht, die euch sportlich aktiv zeigen. Jungs, was macht ihr da? Ich dachte, wir haben uns zum Zocken verabredet. Ja, also wir machen zuerst immer das Anfangsbild, was immer was eigentlich mit dem Spiel zu tun hat. Zum Beispiel jetzt spielen wir ein Sportspiel, das heißt, dass wir schön sportlich dastehen. Wollen wir gleich irgendwie Tennis und dann Fußball machen? Machen wir. Okay, komm. Hallo? Ja. Kannst du genau das nochmal zu Milan sagen, was du gerade gesagt hast? Manchmal muss man das Ganze nochmal wiederholen, damit das auch wirklich zu dem Moment in die Kamera gesagt wird. Es gibt jetzt ein Zwischenfazit. Das heißt, danach darf nochmal weitergespielt werden.
Okay, Jungs, super. Das war's mit dem Spieletest. Okay. Und wie geht's jetzt weiter? Also wir machen jetzt die Bewertung, aber die machen wir getrennt, weil der andere darf halt nicht wissen, was man bewertet. Da machen wir das jetzt auch so. Du gehst zur Bewertung und ich schnapp mir so lang Milan. Okay, so machen wir das. Milan, was macht dir beim Spieletesten am meisten Spaß? Am meisten Spaß bringt mir, dass ich mit meinem Freund Kai zusammenspielen kann. Erinnerst du dich noch daran, wie es war, das erste Mal vor der Kamera zu stehen? Das war ein bisschen ungewohnt, aber man hat sich schnell daran gewöhnt, da man wusste, wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man das einfach nochmal drehen. Kajo, was macht dir beim Spieletesten am meisten Spaß? Mir macht am meisten Spaß, das immer wieder neu ausprobieren und dass ich for free einfach Spiele spielen kann. Wie war das für dich, das allererste Mal vor der Kamera zu stehen? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sehr aufgeregt war, als ich das erste Mal vor der Kamera stand. Und wie ist das jetzt für dich? Also gibt es einen großen Unterschied? Also ich muss sagen, ich bin schon am Anfang noch aufgeregt, aber danach ruft man sich so ein. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte einen richtig tollen Nachmittag. Obwohl ich ehrlich gesagt auch gerne mitgezockt hätte. Uns hat es auch mega viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Alex ist heute unser Kamerachef. Hallöchen. Was machst du gerade so? Wir richten jetzt die nächste Position ein. Tim am Schreibtisch. Fazit zu unserer letzten Aktion, die wir gemacht haben. Okay, und was genau musst du jetzt machen? Ich suche jetzt die Kamerabilder aus, von wo wir drehen. Dann muss ich mit unserem Lichtmeister zusammen die Szene einleuchten. Dann spielen wir das alles noch mal kurz durch und dann geht's los. Denkst du, dass ich dieses Bild einrichten auch machen kann, wenn du mir das zeigst? Ja. Sicherlich. Wir können es ja zusammen machen. Ich gebe dir mein Mikro. Ja. Wie so ein Rucksack. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Jetzt musst du mal kurz dich steif machen. Warte, komm mal, lehn dich mal ein Stückchen runter. Okay, so. So, und jetzt hängt dir die Kamera hier schön. Wow. Und jetzt kannst du ja mal schauen, ob du... Jetzt riecht doch mal Tim ein. Oh mein Gott. Die nächste Szene. Tim, ich sehe dich nicht mehr, Moment. Die Kamera ist doch... So, ja. Jetzt sehe ich dich. Wir richten jetzt hier ein nahes Bild von Tim ein. So? So, genau. Kamerakind? Ja. Oh, jetzt kommt der Aufnahmeleiter, der wird dich jetzt daran erinnern, dass wir alle ja auch ein Feierabend haben und dass, wenn wir nicht ein bisschen... Okay, ich beeile mich jetzt. Tim, los geht's. Ja, oh, so eine App rausbringen im App Store von Google. Okay, das mit der Kamera überlasse ich dann doch lieber wieder den Profis. Jimmy soll für diese Sendung einen neuen Trick lernen. Aber das macht er nicht alleine, sondern mit Hundetrainerin Nadine. Nadine, was soll Jimmy lernen? Also wir wollen ihm heute beibringen, dass er sich dreht, einmal um seine eigene Achse. Okay, und wie bringst du ihm das bei? Da arbeiten wir natürlich mit Leckerlis. Und wir führen das Leckerchen sozusagen genau in dem Kreis um ihn herum, wie er sich drehen soll. Ne? Also so. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und das macht man so ein paar Mal. Und dann entfernt man sich immer ein bisschen und nimmt auch das Leckerchen dann etwas weg und macht es nur noch mit der Hand. Und man danach erst das Leckerchen gibt. Wollen wir das einmal üben? Ja. Ich bin gespannt. Erst wenn er es gemacht hat, kriegt er das Leckerli. Genau. Okay. Jawohl! Hey, sehr gut! Jimmy sieht auf jeden Fall immer so aus, als hätte er Spaß an seinem Job. Jimmy, wir sehen uns. Ciao. Hey. Ciao. Ronk ist unser Aufnahmeleiter. Ja. Also, dich höre ich hier ehrlich gesagt immer am allerlautesten. Bist du irgendwie sauer oder so? Nein, ich bin nicht sauer. Aber damit die Kollegen auch alle sozusagen hören, richtig hören, bin ich halt manchmal ein bisschen lauter. Was sind denn sonst so deine Aufgaben, also außer die wichtigen Ansagen machen? Ich versuche vorher alles zu organisieren, dass ihr alles da habt, dass das ganze Material da ist, an welchen Tagen wir drehen, wann geschnitten wird. Das sind ganz schön viele wichtige Aufgaben. Denkst du, du kannst mir einen Wunsch erfüllen? Ich würde auch gerne mal eine richtig wichtige Ansage machen. Vielleicht die zum Mittag? Okay, diese Uhrzeit. Genau. Okay. Mittag bis 13:20 Uhr. Guten! Yay! Yeah.
hat sich richtig gut angefühlt. Es gibt jemanden, der in keiner Sendung fehlen darf. Das kleine Mädchen mit seiner Late-Night-Show. Und wie die gemacht wird, das zeigt uns das kleine Mädchen jetzt selbst. Hallo und willkommen zu meiner Late-Night-Show. Hallo, kleines Mädchen. Erzähl mal, wie machst du deine Late-Night-Show? Ha, erstaunlich gut. Was viele überraschen wird, mein Late-Night-Studio ist in Wahrheit einfach nur eine Kulisse. Hier ist nichts echt. außer dieser Tasse. Ja, und natürlich steckt hinter meiner Show auch ein riesiges, tolles Team voller Vollprofis. Und das stelle ich euch jetzt mal vor. Ja, für meine Late-Night-Show gibt's nicht nur die beste Technik, sondern auch die besten Techniker, die die beste Technik bedienen können. Aber die konnten alle nicht und deswegen macht es mein Bruder. Boah, was du alles hast. Oh, was ist denn das da hinten? Das ist ein Licht. Oh, und was macht das? Das leuchtet. Aha, oh, und hier diese Kamera mit den vielen Knöpfen. Was passiert denn bei dem hier? Ey, nicht. Oh. Du darfst das und nicht drücken. Und was macht der Knopf? Hör auf, du sollst da nicht und einfach... Und der drauf. Hier? Und was macht man mit dem? Hör auf. Wie du aussiehst. Natürlich brauchen wir für meine Show auch den richtigen Ton. Das macht bei mir mein Bruder. Sonst wollte es keiner machen. Hab ich recht? Ich hab recht. Aber das Wichtigste, das sind ja brillante und witzige Texte. Dafür braucht man brillante und witzige Autoren. Die sind mir aber alle zu teuer und deswegen... Schreib die Texte, mein Bruder. Na, wie weit bist du mit dem Schlussgag für die nächste Show? Fast fertig. Ja, lass mal hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Team Timster Urgestein muss ich euch unbedingt vorstellen. Micha, kannst du jede einzelne Lampe mit diesen Knöpfen steuern? Jede. Alle Lampen, die wir hier haben, kann ich regeln. Das sind die Lampen an der Decke. Mhm. Und das sind die an der Wand, die Hänger. Ja. Wir können ja mal gucken. Wir haben ja da die Stehlampe da in dem Bild. Ja. No? Und die Stehlampe, die ist jetzt hier auf dem Regler. Ja. Wir können natürlich... im Studio an der Decke und an den Wänden auch jede andere Farbe machen. Oh, zum Beispiel. Das passt total schön zur Couch. Man kann es auch grün machen, aber grün ist halt auch so eine Farbe. Ne? Hm. Ja. Cyan ist das Original. Amber wird noch gern. Das ist auch hübsch, ja. Passt schön zur Telefonzelle. Ja. Danke, Micha. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Für eine Team-Timster-Sendung braucht man nicht nur Ton, Licht, Kamera und Jimmy, sondern auch ganz viele Computer, Tablets und Handys. Daniel. Hallo. Du bist für die IT zuständig. Genau. Was machst du gerade? Ich bereite hier gerade die Laptops vor und die Tablets. Hier werden ganz viele Störbilder zu sehen sein und hier oben läuft dann das kleine Mädchen. Mhm. Sobald Tim dann damit spricht. Und du spielst es dann ab? Genau, ich spiele das ferngesteuert ab. Ich habe nämlich draußen noch einen Laptop stehen. Damit kann ich den hier steuern und spiele das dann auf Kommando ab. Aber das verraten wir keinem, weil das kleine Mädchen ist eine Live-Schalte. Genau. Okay. Verbindung hier? Nee. Da? Hä? Hä? Hallo ins Team Timster-Studio! Ah, zum Glück, da bist du. Und wie eine App entwickelt wird, und jetzt nochmal gute Aussprache. Blablabla. Laurin hat mit 11 seine eigene App entwickelt und war aber... Schade. Das war schon ganz gut, aber da habe ich mich verhakt. Okay, aber wir kommen rein. Eins kann ich euch sagen, es ist gar nicht mal so leicht, sich die ganzen Texte für eine Sendung zu merken. Ich muss mir das dafür immer auf so Karten schreiben, handschriftlich, sonst könnte ich mir nichts davon merken. Das Beste ist, wenn ich fertig bin, mache ich einfach so. Ja! Lebensfreude! Puh. Am Ende des Tages haben Tim und ich dann gemeinsam noch einen Trailer gedreht. Unser Motto. Kinderfilmer-Trailer, Kamera 1 und 2. Und bitte. Wenn du gerne Filme magst. Wenn du gerne Bücher liest. Solche Filmdrehbücher sollten dich nicht abschrecken. Immer noch Lust? Alle Infos dazu auf unserer Seite. team-timster.de. Wir freuen uns. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Aus. Profis seid ihr. Super. Ja. Ausfrau. Danke. Ja. Dankeschön. Danke. Drehschluss, danke an alle. Wir haben es geschafft.
Du schon, Tim. Redakteurin Steffi und Cutterin Christina müssen jetzt am Computer aus den Aufnahmen des ganzen Tages noch die Sendung zusammenbauen. Dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe so viele Sachen gelernt, die ich vorher noch nicht wusste. Also, vielleicht schaue ich jetzt öfter vorbei, wenn Tim arbeiten muss. Tschüss.